Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, eigentlich sollte heute der Dampflokteil unseres zweiten Videos kommen. Allerdings habe ich beim Schnitt festgestellt, dass es doch ein bisschen mehr Material ist und dass es nicht zwei, sondern drei Teile werden. Deshalb werden wir uns heute statt den Dampflokteil, der dann das nächste Mal kommt, das ganze Arrangement mal anschauen. Es gibt da also so ein, naja, so eine, das nennt man es mal Videofahrt, also es war eher so zu Fuß, wo ich also das ganze Arrangement mal abgegangen bin und das möchte ich euch heute zeigen. Nochmal zu dem Bild, da habe ich beim letzten Mal gesagt, das sieht heute genau noch so aus. Dem ist nicht so. Aber ich wollte damit ausdrücken, dass das Feldbahngleis noch liegt. Na, das ist natürlich teilweise zugeteert oder mit Dreck drauf, aber es ist noch da. Ja, wir beginnen unsere Reise mit dem Schattenbahnhof, den wir hier aus Leipzig mitgebracht haben nach Berlin, der dann die Aufgabe hatte, hier diesen, naja, Dampflok oder ja, Dampflokbetrieb dann hier aufrecht zu erhalten. Weil der andere Schattenbahnhof, der hier fast parallel steht, naja, durch die ganzen E-Loks und die ganzen betreffenden elektrisch betriebenen Züge ausgelastet war. Elektrisch betrieben, natürlich sind ja alle elektrisch bezogen auf das Vorbild. Dann sind wir hier in Jannewitz. Der Bahnhof müsste ja dem geneigten Zuhörer bekannt sein. Es geht weiter in den Schattenbahnhof Görlitz, der sozusagen die Grenze zwischen der Berliner und der schlesischen Strecke darstellt. Den Zug, den sehen wir dann im nächsten Teil nochmal. Das ist übrigens ein Zug, den also ein Gast uns mitgebracht hat. Mit einer sächsischen 19 vorne dran, die also den ganzen Tag hier hin und her gefahren ist. So, und dann biegen wir hier um die Kurve. Hier endet also die elektrische Strecke, obwohl hier noch ein paar Masten stehen. Und wir landen hier vorn in Königs Wusterhausen. Ne, nicht in Königs Wusterhausen. Falsch. Wir landen erstmal in Zeuthen. Und da sind wir schon wieder bei meinem Problem. Denn ich wollte mir das eigentlich aufschreiben oder ich wollte das der Reihe nach fotografieren, dass ich sozusagen die ganzen Betriebsstellen dann nachvollziehen kann. Aber es ist leider beim Vorhaben geblieben. Das heißt, ich kann hier nicht zu jeder Betriebsstelle sagen, was sich dahinter verbirgt. Ja, Zeuthen ist hier im Modell unmittelbar an Königs Wusterhausen angedockt, den wir hier haben. Ist im Vergleich zum letzten Video, also zur letzten Ausstellung überarbeitet worden, hat aber immer noch so seine Probleme gehabt mit der Technik. Also wir haben hier mit unseren Lokomotiven, die also dann doch ein bisschen feiner sind, war es nicht so einfach da durchzufahren. Es gibt da noch einen Abzweig, den sehen wir uns dann nachher noch an. Da geht es auf eine Nebenbahn. Ja, hier sind natürlich auch modernere Züge gefahren. Am letzten Tag sind die dann übers ganze Arrangement gefahren. Wir haben also versucht, die ersten Tage dann auf dem schlesischen Teil dann wirklich nur Epoche 1 und 2 zu fahren, während das hier so alles ein bisschen durcheinander gegangen ist. Aber das ist ja, naja, je nach Betrachtungsweise. Es fährt ja nicht jeder nach Epoche. Das übrigens war jetzt Wildau. Da ist die sind die Schwarzkopfwerke gewesen. Und die ja für die Preußische Staatsbahn und für die frühe Reichsbahn dann viele Lokomotiven gebaut hat. Da wirklich sehr großer Bahnhof. Dann haben wir hier eine 180-Grad-Kurve. Tja, und hier stehe ich schon auf dem Schlauch. Was ist das hier? Ja, ich habe es einfach vergessen. Vielleicht sehen wir jetzt hier irgendwo ein Schild. Also, schönes Modul. Sehr, sehr lang. Aber
teilweise, sagen wir mal, das hat ja Originallänge hier, aber sind teilweise auch sehr kurze Weichen eingebaut. Bei der einen oder anderen Weiche hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als ob da die Herzstückpolarisierung vergessen wurde oder ein Draht ab war oder was auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls mit unseren, sagen wir mal, eher kurzen Lokomotiven hat man da das Problem, dass dann man immer mal auf der Weiche stehen geblieben ist. Ja, hier fährt dann mal eine S-Bahn. Das war am ersten Tag, wo wir ankamen, eher so ein bisschen zögerlich, also da habe ich keine S-Bahn fahren sehen. Und dann haben wir hier noch ein Streckenteil, wo ich auch nicht weiß, wie da die Betriebsstelle oder die Betriebsstellen heißen. Das war auch alles noch nicht fertig, also hier gibt es keine Landschaftsgestaltung. Hier gibt es dann diese Siebdruckplatten, die ja unter, naja, Modulbauern ein bisschen umstritten sind, weil die haben ihre Vorteile, weil ich glaube, die kann man in Säure legen, die zerlegen sich nicht, also die sind auch gegen Verzug völlig resistent, aber die lassen sich ganz fürchterlich kleben. Also da hält quasi nichts drauf. Also ist nicht dauerhaft. Es sind noch viele Gleise, die sind hier auch einfach so hingelegt. Und zwischendurch gibt es hier auch mal so ein provisorisches Rockelbettungsgleis. Und dann gibt es hier so eine Art Fahrzeugausstellung, die also hier so ein Kollege da aufgebaut hat. Da ging es vor allem im Doppelstockwagen, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Ja, und wir haben jetzt hier einen S-Bahn-Zug überholt. Haben wir hier sozusagen das Ende des Moduls, die. Und sind jetzt quasi in Berlin. Also nicht im realen Berlin, sondern in quasi Schattenbahnhof Ersatz-Berlin. Das hat also einen ähnlichen Status wie die beiden anderen Schattenbahnhöfe auch. Hier geht es also nicht ums Vorbild, sondern einfach nur, dass wir hier ein Streckenende und eine Kehrschleife haben, dass die Züge praktisch hier umdrehen und zurück auf die Strecke fahren. Ja, hier haben wir dann noch ein Video, das ist, glaube ich, von YouTube. Da geht es um den Anhalter Bahnhof, der hier quasi virtuell vorgestellt wird. Das könnt ihr ruhig mal bei YouTube sehen. So, Kamera läuft. Kamera läuft, ja. Lübecker Eisenbahn ist sozusagen die Anfänge des Doppelstockzüge in Deutschland. So in der Zeit zwischen 38, 39. Ja, dann gehen wir weiter. Dann kommt die Geschichte 50er Jahre. Hat dann auch die Bundesbahn mal versucht, mit Doppelstockwagen zu machen, aber hat sich nicht bewährt, ist dann eingestellt worden. Am meisten war dann bei der Reichsbahn DDR, war dann die Doppelstockzüge ja eigentlich das Nonplusultra für den Personentransport. Daher ja auch eigentlich auch drei Dreiergarnitur. Ist sehr viel, also nach meinem Wissen, sehr viel in Mecklenburg oben gefahren. Bei uns in der Region Zweiertraktion Scharmützelsee war da sehr viel. Dann im Städteschnellverkehr waren dann die Wendezüge, die sozusagen dann die Stadtschnellbahn in Halle oder Magdeburg sozusagen betrieben worden ist. Und das ist dann ein Rekrozug, also was dann bei der Deutschen Bahn dann so gang und gäbe war. Ja, das wäre alles. Ja, da danken wir dem Kollegen für die Ausführung, während wir hier wieder ein kleines Stück zurückgehen auf der Strecke. Und ja, hier ist das, glaube ich, der längste Zug, der überhaupt auf dem
Arrangement unterwegs war. Da wurde wahrscheinlich alles, was an Schnellzugwagen verfügbar war, zusammengekuppelt. Der ist dann auch am letzten Tag wirklich über die ganze Anlage gefahren. Ja, sowas geht halt nur auf Modulbahn, ne? Das kriegt man zu Hause nicht hin. Na, dass man mal solche riesigen Züge fährt. Ja, und das war hier auf der Hauptbahn ein kleines Stück zurückgehen bis nach Königs Wusterhausen, hatte seinen Grund. Hier wieder unser super langer Zug. Nehme ich einfach den, dass es da noch eine Nebenbahn gab. Zu der wir jetzt gleich abschwenken, dann haben wir hier nochmal die Schwarzkopfwerke sehen. Ja, und hier vorne sehen wir jetzt schon den Abzweig. Und hier wieder die Gärten mit kreisenden Storch. Den Hafen von Königs Wusterhausen. Und dann geht hier die Nebenbahn ab. Da hast du genau auf der Hälfte der Klemmler ist, da hast du das gesehen. Und bei Alko hast du wirklich bloß so gemacht und dann ist jetzt zerfallen. Also bist du verfolgt, da war ich ganz erinnert. Zum einen nach Zernsdorf. Der hier natürlich noch nicht ganz verendet ist, übrigens auch in Schlesien liegt. Und dann hier noch nach Seitenberg, was ebenfalls in Schlesien liegt. Ein sehr, sehr schöner Bahnhof, auch sehr, sehr toll gestaltet. Soll ja jetzt in der Leipziger Fremo-Gruppe quasi nochmal entstehen, und zwar maßstäblich, während der hier etwas verkürzt ist. Ja, und dann haben wir hier noch ein Stück Hauptbahn. Der Dieseltriebwagen ist quasi passte weder in den E-Lok noch in den Dampflokteil, deshalb ist er hier gelandet. Was das jetzt genau für eine Bauart ist, das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß auch nicht, von wem das Modell ist. Und damit sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Mit ein paar Bildern aus Seitenberg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Ein Abo ist kostenlos. Geht schön rechts und grüßt die Leute. Und einen schönen guten Abend.